Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Es ist mir eine große Freude, heute Abend über das Urknall-ABC berichten zu können. Und der Vortrag, den ich halten werde, der ist in mehrere Teile geteilt. Der geht alphabetisch auf, aber wir werden nicht bis Z gehen, dass das Finale ist bei F. Ich werde mit Antimaterie anfangen, dann etwas zur Baryogenese sagen und Charm und dann noch ein paar andere Themen beleuchten. Mein Name ist Marco Gerserbeck. Ich leite die Gruppe des LACB-Experiments in Manchester und ich habe auch schon beim LACB-Experiment promoviert. Und was das Ganze ist, was dieses Experiment macht, das werde ich im Laufe des Vortrags darstellen. Fangen wir mit A an. A steht für Antimaterie und da sollte ich, denke ich mal, zunächst mal die Frage beantworten, was ist Antimaterie? Um das zu beantworten, fange ich aber lieber an mit der Frage, was ist Materie und gehe da auf die Grundbausteine ein. Das hier ist ein Foto, da habe ich einfach ein bisschen Tintentropfen in Wasser fallen lassen. Und das können Sie gerne zu Hause nachmachen. Wenn Sie das in kaltem Wasser und mit heißem Wasser machen, können Sie Atombewegungen verfolgen. Was dort passiert, ist, dass Atome im heißen Wasser sich viel schneller bewegen und dadurch sich die Tinte wesentlich schneller mit Wasser vermischen wird. So kann man natürlich keine einzelnen Atome beobachten, aber tatsächlich der Effekt, den man da sieht, der hängt mit Atomen zusammen. Allerdings wollen wir heute ein bisschen tiefer in die Materie eindringen und Atome bestehen aus kleineren Bauteilen. Da ist der Atomkern, in dem Fall hier zeige ich bloß ein Proton. Das ist zum Beispiel ein Wasserstoffatom, besteht nur aus einem Proton und außen drumherum schwirrt dann ein Elektron. Bei größeren Atomen sind es dann mehrere Protonen, auch Neutronen und mehrere Elektronen. Aber selbst diese Protonen sind aufgebaut aus kleineren Bausteinen und die nennen wir Quarks und das Proton als Beispiel besteht aus zwei sogenannten Up-Quarks und einem Down-Quark. Die werde ich gleich noch näher vorstellen. Aber zunächst mal vielleicht etwas zur Größenverteilung dieser Bausteine. Also das Atom ist so ein 10 Millionstel Millimeter groß. Das Proton sehr viel kleiner, ein 100.000stel von dem Atom ist nur der Atomkern dann. Und die Quarks, die verstehen wir als punktförmige Teilchen, genauso wie das Elektron. Das sind wirklich die fundamentalen Bausteine der Materie. Und was wir wissen ist, dass das Quark, wenn es nicht ein fundamentales Teilchen ist, dann doch maximal ein Tausendstel von einem Proton groß sein kann. Die Zahlen sind merkwürdige Zahlen, die sind vielleicht schlecht vorstellbar. Aber wenn wir uns jetzt ein Atom vorstellen, so groß wie die gesamte Erde, dann wäre tatsächlich der Atomkern nur so groß wie das Haus der Astronomie, das den Vortrag hier organisiert hat. Das heißt, der ganze Atomkern wäre in dem Haus der Astronomie und der Rest der gesamten Welt wäre im Prinzip freier Raum, in dem bloß so ein paar Elektronen rumschwirren. Das heißt, da ist extrem viel freier Raum quasi und selbst der Atomkern ist schon sehr klein. Aber wie gesagt, das Proton selbst besteht noch aus Bauteilen und die Quarks, die sind dann nochmal viel kleiner und das ist dann bestenfalls so eine Blume, die auf dem begrünten Dach des Hauses zu finden sein könnte. Das ist die maximale Größe der Einzelbausteine. Das heißt, aus nur so ein paar Bausteinen besteht dann ein ganzes Atom, das die Größe der Erde hat. Und um solche Bausteine zu untersuchen, braucht man natürlich sehr gute Mikroskope und in unserem Fall sind es dann die großen Teilchenbeschleuniger.
Und es gibt außer den Up- und Down-Quarks gibt's noch andere Teilchen, die die Materie ausmachen. Die beiden Quarks, die haben noch Partner, die haben noch vier andere Partner, die jeweils eine größere Masse haben. Das heißt, das Up-Quark, das hat eine positive Ladung von plus zwei Dritteln. Das hat nochmal zwei Partner, die jeweils schwerer sind, aber ansonsten genau die gleichen Eigenschaften hat, also genau die gleiche Ladung wie das Up-Quark. Genauso beim Down-Quark, das eine negative Ladung hat, das hat auch wiederum zwei Partner, die sich ausschließlich in der Masse unterscheiden. Dann habe ich noch das Elektron erwähnt, auch das hat zwei Partner. Also man sieht, die Materiebausteine sind in diesen drei Generationen aufgeteilt. Was ich noch nicht erwähnt habe, sind die Neutrinos. Die haben keine Ladung, also keine elektrische Ladung, und wechselwirken auch nur sehr schwach und werden daher oft Geisterteilchen genannt, weil sie tatsächlich sehr schwierig nachzuweisen sind. Aber mit den 12 fundamentalen Bausteinen haben wir das gesamte Bild, die gesamte Materie jetzt beschrieben. Alle Atome und andere zusammengesetzten Teilchen bestehen aus diesen 12 Teilchen als Grundbausteinen. Und jetzt komme ich zur Antimaterie. Die Antiteilchen sind im Prinzip eine exakte Kopie dieser 12 Teilchen. Sie sind auch geordnet nach der Masse. Sie haben genau dieselbe Masse wie die Materieteilchen. Der Unterschied ist in der Ladung. Die elektrische Ladung hier, die ist genau umgekehrt, wo das Up-Quark plus zwei Drittel hatte, hat das Anti-Up-Quark minus zwei Drittel und genauso für die anderen auch. Das Anti-Elektron, das hat einen eigenen Namen, das heißt Positron, und das hat dann statt dem Elektron, das eine Ladung minus eins hat, hat das Positron eine Ladung plus eins und genauso auch wie die anderen Teilchen. Die Neutrinos bleiben natürlich ungeladen, und ob die eventuell unterschiedlich oder dieselben Teilchen sind wie die Materie-Neutrinos, das ist in der Tat eine offene Frage, der einige Teilchenphysik-Experimente im Moment nachgehen. Was ich noch nicht erwähnt habe, sind die Austauschteilchen. Die sind dafür verantwortlich, um die verschiedenen Kräfte, die uns bekannt sind, auszutauschen und mithilfe dieser Teilchen interagieren die verschiedenen Bausteine. Zum Beispiel das Photon, das ist für die elektromagnetische Kraft da, das Gluon, das hält Quarks zusammen. Denn Quarks existieren nicht als Einzelbausteine in freier Natur. Die existieren immer nur gebunden, wie zum Beispiel im Proton mit drei solcher Quarks zusammen. Und die werden dann von dem Gluon tatsächlich zusammengeklebt. Daher auch der Name Glue, der Kleber im Englischen. Dann gibt es noch das W- und das Z-Boson, die sind für die schwache Wechselwirkung verantwortlich, die zum Beispiel auch hinter dem radioaktiven Zerfall steckt. Und schlussendlich noch das Higgs-Boson. Das wurde vor ziemlich genau 10 Jahren erst entdeckt. Und das ist verantwortlich dafür, dass die Teilchen eine Masse haben und steckt hinter dem Prozess. Aber da werde ich weiter nicht drauf eingehen. Zurück zur Antimaterie. Wie können wir die sehen? Es gibt verschiedene Atomkerne, die Antimaterie emittieren können. Und zum Beispiel kann das in einem solchen Atomkern vor sich gehen. Da hat man Protonen und Neutronen und wenn so ein Neutron hier zu einem Proton wird, dann kann es da zu einem radioaktiven Zerfall kommen. Und es gibt dann Zerfälle, wo dann halt ein Antielektron, ein Positron ausgesendet wird. Wie Sie sehen, gibt es auch immer noch ein Neutrino dabei, aber die sind sehr schwer nachzuweisen. Was dann passiert, ist, dass das Positron, die Antimaterie, mit Materie zusammentrifft und die vernichten sich gegenseitig.
Und wenn Materie auf Antimaterie trifft, in der Vernichtung entsteht dann reine Energie. Und diese Energie, die ist hier durch diese Photonen dargestellt. Die Photonen, die haben hier eine bestimmte Energie, 511 keV, das müssen Sie sich nicht weiter merken. Das ist einfach eine Energieeinheit. Der Wert allerdings, den wissen wir so genau, weil der einfach von der Masse des Positrons und des Elektrons herstammt. Die Masse der Teilchen wird komplett in Energie umgewandelt nach E gleich mc Quadrat. Und von daher muss dann die Energie hier genau der Masse der Teilchen, die sich da gegenseitig vernichtet haben, entsprechen. Und das ist genau das, was mit aller Antimaterie passiert, die irgendwo auf Materie trifft, die vernichten sich und es entsteht reine Energie. Antimaterie ist ein sehr altes Konzept. Das hier ist Arthur Schuster, nach dem das Gebäude benannt ist, in dem ich gerade arbeite. Der hat im Jahr 1898, als er im Urlaub war, einen Brief geschrieben an den Herausgeber des Wissenschaftsjournals Nature. Und da hat er von einem Traum erzählt. Da hat er von negativem Gold geträumt, das möglicherweise ins Weltall aufsteigen wird. Und das Ganze hat er dann Antimaterie genannt. Das ist gar kein ganz falsches Konzept. Natürlich habe ich eben schon gesagt, die elektrische Ladung von Antimaterie ist genau umgekehrt wie die Ladung der Materie. Und das steckt hinter dem, dass er das negatives Gold nennt. Die Schwerkraft, wie wir bisher wissen, wirkt auf Antimaterie genau gleich wie auf Materie. Ob sie absolut identisch ist, da gibt es in der Tat im Moment noch Experimente zu, die das sehr genau vermessen. Dann einige Jahre später, 30 Jahre später, hat Dirac dann theoretisch etwas viel konkreter die Antimaterie vorhergesagt. Und weitere 4 Jahre später hat Anderson dann mit diesem Bild das erste Mal Antimaterie experimentell nachgewiesen. Was Sie hier sehen, ist eine Positronspur, die durch ein Magnetfeld abgelenkt wird. Und durch die Richtung der Ablenkung kann man auf die Ladung zurückschließen und durch die Stärke der Krümmung letztendlich auf die Masse des Teilchens zurückschließen. Und daher weiß man, dass es zum Beispiel kein Proton ist, was auch positiv geladen ist, sondern tatsächlich dieselbe Masse hat wie ein Elektron, also dementsprechend ein Antielektron oder Positron sein muss. Antimaterie kommt auch im Alltag sehr regelmäßig vor. Und die Banane ist hier aus einem guten Grund, denn Kalium-40 emittiert Positronen in einem von ungefähr 100.000 Zerfällen. Also Kalium-40 ist ein bestimmtes Kalium-Isotop. Ein Isotop ist ein Atom mit einer sehr bestimmten Anzahl an Protonen und Neutronen. Und das ist radioaktiv, das zerfällt regelmäßig. Und in einem von 100.000 von diesen Zerfällen entsteht ein Positron, wie ich das eben schon mal skizziert hatte. Bananen enthalten viel Kalium, nicht nur Kalium-40, aber auch Kalium-40. Und insgesamt sind es ungefähr 0,4 Gramm in einer geschälten Banane. Und das heißt, dass eine Banane ein Positron etwa alle 75 Minuten emittiert. Und was passiert dann? Natürlich, das Positron vernichtet sich mit einem Elektron, zum Beispiel in der Luft oder wenn Sie die Banane schon gegessen haben, dann halt im Körper drin. Und dann entstehen diese zwei Energiephotonen aus dieser Vernichtungsreaktion. Solche einzelnen Reaktionen sind nicht weiter schädlich, die finden, wie gesagt, ganz natürlich statt. Und die Menge der Bananen, die sie essen, spielt auch keine größere Rolle, denn der Körper ist so gut, der reguliert die Menge des gespeicherten Kaliums. Da gibt es also keine weiteren Bedenken und sie können gerne weiterhin Bananen essen. Und damit komme ich zum nächsten Thema, zu Baryogenese. Wir haben hier die Welt
und die Anti-Erde auf der rechten Seite. Aber die gibt es natürlich nicht. Und warum? Warum gibt es nur eine Erde, aber keine Anti-Erde? Das ist eine der fundamentalen Fragen, denen wir in der Teilchenphysik nachgehen, die wir verstehen wollen. Und Baryogenese ist eine Erklärung dafür, wie das zustande gekommen sein kann. Das hier ist eine ganz vereinfachte Skizze, was da so vor sich gegangen sein kann. Zum einen hat man hier links den Urknall. Den verstehen wir so, dass da Materie und Antimaterie zu gleichen Teilen aus einfach einer irrsinnigen Menge Energie erzeugt wurden. Und wie ich schon gesagt habe, was passiert, wenn Materie und Antimaterie nebeneinander existieren? Sie kommen irgendwann wieder zusammen, vernichten sich und dann entsteht entsprechend wieder sehr viel Energie in Form von Photonen. Was wir aber wissen, ist, dass im heutigen Universum Materie übrig geblieben ist. Das heißt, irgendwo muss hier ein bisschen Materie abgezweigt worden sein, die sich nicht vernichtet hat mit Antimaterie, obwohl sie vorher in gleichen Teilen erzeugt wurden. Und Baryogenese ist der Prozess, der halt diese Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie im Detail erklärt. Da werde ich jetzt ein bisschen näher drauf eingehen. Was wir dazu machen müssen, ist zurückschauen in der Geschichte des Weltalls. Was Sie hier sehen, ist ein Sternennebel. Das ist in der Tat, man schaut sehr weit zurück in der Geschichte des Weltalls, weil das Licht von dort braucht sehr lange, bis es zu uns kommt. Das heißt, man schaut in Gegenden, wo Sterne gerade erst entstehen. Aber all das, was man hier sieht, ist alles Materie, keine Antimaterie vorhanden. Wir müssen also weiter zurückschauen. Und was wir dann sehen, ist dieses Bild, das ist ein Bild der sogenannten kosmischen Hintergrundstrahlung. Das ist eine irrsinnige Menge an Photonen, die überall im Weltall existiert. Die Farbe hier stellt einfach nur die Temperaturverteilung dieser Photonen dar oder ihre Energie. Die ist wirklich überall im Weltall. Und diese Photonen, das ist das Überbleibsel der großen Vernichtungsreaktion von Materie und Antimaterie am Anfang des Universums. Aber auch das sagt uns noch nicht, warum jetzt Materie übrig geblieben ist, zusätzlich zu diesen Photonen, die wir hier beobachten. Dafür müssen wir weiter zurückschauen. Und das hier ist die ganze Geschichte des Universums. Das heißt, wir sind jetzt hier auf der rechten Seite. Wir haben schon zurückgeschaut. Haben die Sternentstehung in den Nebeln beobachtet, sehen hier die kosmische Hintergrundstrahlung, die so 375.000 Jahre nach dem Urknall entstanden ist. Aber irgendwann davor, da muss was passiert sein. Und das ist in dem Zeitraum der sogenannten Inflation. Und da sprechen wir von kleinsten Bruchteilen einer Sekunde nach dem Urknall, wo das passiert ist. Und da geht die Baryogenese hin und beschreibt Prozesse, wie dann dort eine Materie-Antimaterie-Asymmetrie entstanden sein kann. Da gibt es verschiedene Modelle, da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, wie die im Einzelnen funktionieren. Aber wir wissen nicht genau, welches Modell jetzt wirklich erklärt, warum da die Materie übrig geblieben ist. Was ich mit meinen Kollegen am LHCb-Experiment versuche, ist einen bestimmten Prozess, der möglicherweise dazu beitragen kann, dass hier die Materie-Asymmetrie entstanden sein kann, den nachzuweisen. Und Andrei Sacharow, der hier gezeigt ist, ein russischer Friedensnobelpreisträger, der hat drei Bedingungen aufgestellt, die den Ursprung dieses Materie-Antimaterie-Gleichgewichts erklären. Und die sind auch hinter jeder Erklärung der Baryogenese. Zum einen gibt es da die Charge Parity Verletzung. Die habe ich mal nicht übersetzt, aus einem guten Grund. Da gehe ich gleich noch weiter drauf ein.
Das ist eine Ladungsparitätsverletzung. Was das alles bedeutet, werde ich in Kürze erklären. Die zweite Bedingung ist, es muss einen Prozess geben, der Baryonen erzeugt. Baryonen habe ich noch nicht weiter erwähnt. Die stecken natürlich auch in dem Wort Baryogenese drin. Das ist einfach ein Sammelbegriff für so Teilchen wie Protonen und Neutronen, also die Bausteine der Atomkerne. Das sagt einfach, dass ein Prozess da sein muss, der solche Teilchen erzeugt, ohne gleichzeitig auch die entsprechenden Antiteilchen zu erzeugen. Und dann braucht es noch ein thermisches Ungleichgewicht, denn ansonsten, wenn das alles in einem schönen Gleichgewicht ist, was dann passieren würde, ist dass der eine Prozess möglicherweise ein paar Baryonen erzeugt, aber der umgekehrte Prozess dann auch wieder zum Zug kommt und die Antibaryonen, die dadurch dann entstünden, sich mit den Baryonen dann wieder vernichten und man am Ende nichts übrig hat. Also nur durch so ein Ungleichgewicht kann man tatsächlich dann die Asymmetrie, die über die ersten beiden Bedingungen dann hervorgerufen wird, quasi einfrieren, sodass halt dann tatsächlich für das Ganze, die ganze Lebensdauer des Universums bloß die Materie übrig bleibt. So, das war die kosmische Geschichte. Jetzt will ich überwechseln zu CHARM. Und das ist dann die Teilchenphysik, mit der wir Sache versuchen zu erleuchten. Und hier gab es vor ungefähr 3 Jahren eine große Entdeckung, die ich jetzt ein bisschen näher noch erklären will. Dazu muss ich zunächst erklären, was es mit dieser Charge-Parity-Verletzung auf sich hat. Also Charge, da geht es um die Ladung, die elektrische Ladung. Und wie ich schon eingangs gesagt habe, unterscheidet sich Materie und Antimaterie dadurch, dass sie unterschiedliche Ladungen haben. Also die Ladungsumkehr vertauscht positive und negative Ladungen und dementsprechend führt sie Materieteilchen in Antimaterieteilchen über. Das nächste ist dann die Parität, Parity. Und das ist im Prinzip wie ein Spiegel. Die Paritätsumkehr vertauscht oben und unten, links und rechts, vorne und hinten. Also alle 3 Raumrichtungen werden von der Paritätsumkehr quasi gespiegelt. Und das ist wichtig, denn bei Materie- und Antimaterie-Teilchen können wir deren Ausrichtung unterscheiden. Und nur beide Umkehroperationen zusammen führen wirklich Materie, wie wir sie kennen und wie sie sich verhält, nach den Gesetzen, die wir kennen, in die entsprechende Antimaterie um. Und dann gibt es noch die Zeitumkehr. Und die vertauscht, wie naheliegend, ist Vergangenheit und Zukunft. Die 3 zusammen lassen alle Physikgesetze intakt. Aber die Zeitumkehr ist eine, die bei uns jetzt weiter keine Rolle spielen wird. Ich möchte gern die Ladungsumkehr und die Paritätsumkehr ein wenig mehr illustrieren. Und wenn wir uns den Smiley hier anschauen, wenn wir den einfach spiegeln, dann haben wir hier die schwarze Seite jetzt auf der rechten Seite. Wir können aber auch eine Ladungsumkehr machen. Wir können einfach die Farben vertauschen. Also was ich jetzt gemacht habe, ist einfach die schwarze Farbe hier durch weiße Farbe zu ersetzen. Wenn wir jetzt beide Operationen zusammen anwenden, dann sieht der und der hier unten relativ ähnlich aus. Allerdings, wenn man genauer hinschaut, sieht man kleine Unterschiede. Also die Nase zeigt in eine andere Richtung. Und es sind genau solche kleinen Unterschiede zwischen Materie und Antimaterie, denen wir hinterherjagen, die wir versuchen zu finden. Denn in den allermeisten Fällen zeigt sich eine Materie-Antimaterie-Asymmetrie nicht sehr deutlich. Da muss man schon sehr genau hingucken und Präzisionsexperimente machen. Ich habe kurz erwähnt, dass die Quarks nicht als Einzelteilchen existieren. Und zwar können die zusammengesetzt sein aus einem Quark und einem Anti-Quark.
Und das ist natürlich ein ideales Laboratorium, um Materie, Antimaterie, Unterschiede zu untersuchen, wenn man tatsächlich Materie und Antimaterie in einem Teilchen zusammen hat. Wenn man dann ein Down und ein Anti-Strange zusammenfügt, hat man ein sogenanntes Kaon, was hier in Manchester vor vielen Jahren entdeckt wurde. Und die CP-Verletzung, die Materie-Antimaterie-Asymmetrie, wurde in dem Kaon 1964 entdeckt, was dann auch später zum Nobelpreis führt. Dann, wenn man statt des Anti-Strange und Anti-Bottom-Quark nimmt, hat man das sogenannte B-Meson. Auch dort haben wir CP-Verletzungen gefunden. Die wurde 2001 das erste Mal nachgewiesen und führte auch zu einem Nobelpreis in 2008. Das Teilchen, was wir bei LHCb unter anderem sehr genau untersuchen und was ich heute näher vorstellen will, ist das Charm Meson, auch D-Meson genannt. Und das hat ein Charm-Quark und ein Anti-Up-Quark. Also Sie sehen, das ist das Einzige, was aus Quarks aus der positiv geladenen Reihe besteht, wohingegen die anderen nur aus der unteren Reihe zusammengesetzt sind. Also da gibt es schon gewisse Unterschiede, die möglicherweise zu neuen Effekten führen können. Was haben wir gemessen? Wir haben uns angeschaut, den Zerfall eines solchen D-Mesons in Kaon, die ich auch gerade schon erwähnt habe, und zwar zwei Kaon mit unterschiedlicher Ladung. Und wir haben uns dann angeschaut, den Zerfall des entsprechenden Anti-D-Mesons in denselben Endzustand von diesen beiden Kaon und festgestellt, dass die Häufigkeit dieser beiden Zerfälle sich unterscheidet. Dann haben wir die gleiche Messung noch gemacht mit einem Zerfall in sogenannte Pionen. Da hat man statt des Strange Quarks ein Down Quark und da kann man dieselbe Messung machen. Das haben wir gemacht und auch da haben wir festgestellt, die Raten unterscheiden sich zwischen dem Materie- und dem Antimaterie-Zerfall. Das sind die Datensätze, die wir verwendet haben. Den linken Plot möchte ich gern ein bisschen näher erklären. Was man hier auf der horizontalen Achse sieht, ist einfach die Masse der gemessenen Teilchen. Und das entspricht ungefähr der Masse eines Wasserstoffmoleküls. Also so schwer sind in etwa die Teilchen, mit denen wir messen. Und was Sie auf der vertikalen Achse sehen, sind einfach nur Einträge. Für jeden Punkt hier sind es mehrere Millionen Einträge. Und unser Signal, das Charm-Signal, was wir messen wollen, das liegt hier unter der blauen Verteilung. Und das rote, das sind andere Prozesse, an denen wir nicht interessiert sind. Die müssen wir dann statistisch auseinanderhalten. Insgesamt haben wir etwa 44 Millionen Zerfälle, die hier beitragen. Das heißt also, wir machen schon Hochpräzisionsmessungen dort. Und das hier haben wir dann gemessen. Was wir uns anschauen, ist eine sogenannte Asymmetrie. Man zählt einfach die Materiezerfälle und die Antimateriezerfälle, subtrahiert die voneinander und teilt das Ganze durch die Summe. Was man dann bekommt, ist eine Zahl, die irgendwo zwischen minus 1 und plus 1 liegt. 0 ist keine Asymmetrie. Und irgendwas von 0 verschieden deutet auf eine Asymmetrie hin. Und was wir sehen hier, in dem Bereich hier, da liegt unser Signal. Das hier ist wieder die Massenachse. Und hier sehen wir, da kriegen wir von 0 verschiedene Signale in dem Zerfall in Kaon und in dem Zerfall in Pionen auch. Was wir dann gemacht haben, ist, die beiden voneinander abzuziehen. Das heißt, wir haben die Asymmetrie in dem Kaon-Zerfall und die Asymmetrie in dem Pionzerfall voneinander subtrahiert. Das haben wir gemacht, weil dadurch sich systematische Effekte aufgehoben haben und wir eine genauere Messung machen können. Und was Sie hier sehen, ist einfach nur eine Zeitachse, damit man schaut, haben wir da irgendwo nur zufällig was gemessen, was bloß in den Daten von 2016 auftaucht. Und das ist nicht der Fall. Wie Sie sehen, sind die relativ gleich verteilt. Und am Ende haben wir einen von 0 verschiedenen Wert gemessen hier mit minus 1,8 Promille. Das Ganze hat etwa 40 Millionen Terabyte an Daten erfordert, die wir verarbeiten mussten.
Das wird einen ganzen Vortrag füllen, das zu erläutern, wie wir das bewerkstelligt haben. Und dann haben wir am 21. März 2019 die Entdeckung der Materie-Antimaterie-Asymmetrie in Charme-Zerfällen vorgestellt. Und das wurde auch von der europäischen Teilchenphysik-Gemeinschaft anerkannt als wirklich eine bahnbrechende Messung, die ein neues Feld jetzt eröffnet hat. Und in der Tat sind wir mittlerweile dabei, viele weiterführende Messungen in dem Bereich zu machen, um näher zu verstehen, was tatsächlich dahinter steckt. CP-Verletzung kennen wir sehr gut. Im sogenannten Standardmodell der Teilchenphysik ist die mit beschrieben. Das links hat gar nichts damit zu tun, das ist einfach nur ein Musikcover von einer guten Band aus Manchester. Sieht aber sehr ähnlich aus wie die Darstellung hier auf der rechten Seite. Da werde ich aber überhaupt nicht auf die Details eingehen. Alles, was ich dazu sagen möchte, ist, dass da sehr, sehr viele Messungen eingehen, die versuchen, die Materie-Antimaterie-Asymmetrie im Standardmodell zu testen und versuchen, Effekte zu finden, die nicht mehr im Standardmodell erklärbar sind. Der Grund ist, dass das Standardmodell, die Materie-Asymmetrie, die da enthalten ist, die ist bei weitem nicht ausreichend, um die Baryogenese zu beschreiben. Das heißt, wir brauchen neue Effekte. Hier ist noch ganz schnell eine Messung, die wir gerade veröffentlicht haben, die auch ein Kollege aus meiner Gruppe geleitet hat. Und hier sehen Sie im Vergleich zu der Charme-Asymmetrie, die ein Bruchteil nur eines Prozents war, hier sehen Sie die weltgrößte Asymmetrie, die wir also gerade erst gemessen haben, mit 85%. Also wie gesagt, eine Asymmetrie kann immer nur zwischen minus 100 und plus 100% sein. Und hier sind wir bei 85%. Eine größere Asymmetrie haben wir noch nie gemessen. Aber auch das reicht noch nicht, um das Ungleichgewicht im Universum zu erklären. Was wir dazu brauchen, sind neue Teilchen. Und denen jagen wir nach mit Präzisionsmessungen, mit denen wir versuchen, das Standardmodell zum Wackeln zu bringen. Und das wurde in dem Vortrag am Dienstag auch erläutert, wo wir da Hinweise haben, dass das Standardmodell möglicherweise nicht alles erklären kann, was wir sehen. Und es gibt noch andere Gründe, warum wir neue Teilchen suchen. Es gibt die sogenannte dunkle Materie, die hat nichts mit Antimaterie direkt zu tun, und dunkle Energie. Deren Teilchencharakter kennen wir überhaupt nicht. Ich habe beschrieben, dass die Teilchen unterschiedliche Massen haben, aber die Grundlage der Massenhierarchie dieser Teilchen, die verstehen wir nicht. Und da glauben viele, dass es da noch irgendein tieferes Bild dahinter geben muss, was möglicherweise auch auf neue Teilchen hindeutet. Gut, das war alles zum Charme. Abschließend möchte ich nur noch schnell in ein paar Minuten was zum Detektor sagen. Der wurde in dem Vortrag am Dienstag schon sehr gut erklärt. Das ist der LHCb-Detektor am Large Hadron Collider am CERN. Ich werde nicht auf die Details eingehen. Ich will nur gerne darauf hinweisen, dass das eine Sache ist, die nicht ich alleine irgendwo in einem Labor gemacht habe. Da brauchen wir tatsächlich 1500 Leute, die da zusammenkommen, und zwar von allen Ländern oder sehr vielen Ländern überall auf der Welt verteilt, die da zusammenarbeiten. Was Sie hier sehen, ist der Detektor aufgemalt auf der Straße, genau 100 Meter über dem Standpunkt, wo er tatsächlich unten unter der Erde dann aufgestellt ist. Das hier zeigt einen ganz neuen Detektor. Den haben wir gerade in Manchester gebaut. Also diese Module, die Sie hier auf der rechten Seite sehen, die haben wir in Manchester in den letzten beiden Jahren gebaut. Und was Sie hier sehen, ist ein Bild, das vor 2 Wochen entstanden ist. Da wurde der Detektor gerade installiert am CERN. Und das hier, was Sie jetzt sehen, ist quasi das offene Herz des LHCb-Experiments.
die Protonstrahlen des Large Hadron Collider, die werden dann oder laufen mittlerweile hier genau hinter dieser Folie lang und die Strahlen kollidieren dann und das ist der erste Detektor, der dann die Messungen machen wird. Abschließend möchte ich gerade noch auf einer Folie auf andere Experimente hinweisen, die auch Antimaterie untersuchen. Es gibt am CERN eine ganze Antimateriefabrik, die sich um Antiatome kümmert. Es gibt auf der Internationalen Raumstation das AMS-Experiment, das auch Antimaterie, kosmische Antimaterie vermisst. Und es gibt PET-Scanner, Positron Emission Tomography Scanner, die Antimaterie, also die Positronen, verwenden, um zum Beispiel Tumore lokalisieren zu können. Das heißt also, unsere Kenntnis über Antimaterie fließt auch zum Beispiel in medizinische Diagnostik ein. Und damit bin ich am Ende angekommen und ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass das Universum keine Antimaterie enthält und wir nicht wissen, warum. Wo ist die ganze Antimaterie hin verschwunden? Das ist eine der grundlegenden Fragen, der wir nachgehen. Und zusätzlich haben wir jetzt neue Materie, Antimaterie, Asymmetrie in Charmzerfällen entdeckt. Und da ist die Frage noch offen, ob die jetzt wirklich im Standardmodell erklärbar ist oder möglicherweise dann doch ein Hinweis ist auf irgendwelche neuen Effekte. Wir benötigen weitere Präzisionsexperimente, um diese neuen Teilchen nachzuweisen, die dann die Baryogenese möglicherweise erklären können und andere Effekte, die ich erwähnt habe. Und abschließend essen Sie weiterhin Bananen und an der Stelle bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Fragen. Und bevor wir auf die Fragen gehen, möchte ich noch ganz schnell auf den nächsten Vortrag am kommenden Dienstag hinweisen, die Sonne beobachten. Okay, die erste Frage, spielen theoretische Physiker eigentlich mit der Idee, dass die ein Drittel Ladung die wahre Elementarladung ist und die Leptonen damit auch nicht elementar sind? Es gibt tatsächlich einige Modelle, die vorhersagen, dass Teilchen andersartig geladen sind. Und wie ich eingangs sagte, gerade bei den Quarks wissen wir, dass die wesentlich kleiner sind als die Protonen, aber wir können nie genau sagen, dass das definitiv fundamentale Bausteine sind. Es gibt also viele Experimente, die schauen, ob Quarks zum Beispiel noch aus kleineren Bausteinen bestehen. Das heißt also, die Ein-Drittel-Ladung, die in der Frage erwähnt wurde, die wird auch in Frage gestellt, ob das tatsächlich die fundamentalste Ladung ist. Es gibt neue Experimente, die nach viel kleineren Bruchteilen einer Elektronladung suchen, Teilchen, die fast neutral sind, aber nicht ganz. Und genauso schaut man auch beim Elektron natürlich hin. Da würde ich sagen, sieht es allerdings tatsächlich so aus, als wären Elektronen und Positronen tatsächlich Elementarteilchen, denn da haben wir bisher noch überhaupt keinen Hinweis darauf bekommen, dass es da irgendwie um zusammengesetzte Systeme geht. Allerdings, wie gesagt, bei Quarks oder tatsächlich anderen Teilchen, da ist es möglich, dass die durchaus auch anders geladen sind. Die zweite Frage, Positronen vernichten sich doch mit Elektronen. Müsste bei diesen Prozessen nicht ein Elektronenmangel entstehen? Das ist richtig. Wenn sich ein Positron mit einem Elektron vernichtet, geht natürlich auch das Elektron verloren. Allerdings muss ja das Positron auch irgendwo hergekommen sein. Und das entweder besteht, entweder gibt es die Antimaterie als Ursprungsteilchen, was ich aber ja argumentiert habe, ist im Universum nicht der Fall. Also muss sie irgendwo entstanden sein. Und
Antimaterie kann dann nur im Zusammenhang mit Materie entstanden sein. Das heißt, wenn das als das Positron entstanden ist, muss entsprechend auch irgendwo ein Elektron entstanden sein. Das muss dann natürlich nicht das Elektron sein, mit dem sich das Positron wieder vernichtet. Aber wenn das dann irgendwo ein anderes Positron trifft, ein anderes Elektron trifft, dann ist dieses ursprüngliche Elektron, was bei der Entstehung des Positrons mit entstanden ist, ist es noch vorhanden. Das heißt, also über solche Prozesse wird nicht nach und nach irgendwie die ganze Materie aufgebraucht, denn die Balance, die am Anfang entstanden ist, die bleibt auch erhalten. Genau dasselbe passiert auch mit den Reaktionen an einem Teilchenbeschleuniger. Die eingangs sind die auch immer symmetrisch und erzeugen Materie und Antimaterie dann zu gleichen Teilen. Die dritte Frage ist, kann man wie bei der Nukleosynthese auch für die Baryogenese ein genaues Zeitfenster angeben? Das kann man in der Tat. Allerdings gibt es da verschiedene Modelle. Zum einen gibt es ein Modell, das die Baryogenese bei ungefähr einer Pikosekunde festmacht. Das ist der millionste Teil von dem millionsten Teil einer Sekunde nach dem Urknall. Wem das kurz vorkommt, dem sei gesagt, dass die Alternative noch viel weiter, viel näher am Urknall ist. Da ist man bei irgendwo 10 hoch minus, ich glaube, 37 Sekunden oder sowas in der Größenordnung. Das heißt, da sind noch mal gut 20 Nullen dazwischen. Die zwei Prozesse sind sehr unterschiedlich. Und welcher davon tatsächlich jetzt verantwortlich ist für die Baryogenese, da müssen wir einfach auf der einen Seite mehr experimentelle Hinweise haben, die tatsächlich dann ein schlüssiges Bild erzeugen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch noch theoretische Fragen, die wir da vielleicht weiter Licht drauf werfen können. Die vierte Frage, wer und wie kam denn auf die Idee des Urknalls als Antimateriequelle? Können Antiteilchen nicht auch anders entstehen? Das ist eine sehr gute Frage. Die geht darauf zurück, dass man beim Urknall davon ausgeht, dass der ursprünglich ein reiner Energiezustand ist. Und dann, wie ich gesagt habe, aus der Energie entsteht dann Materie und Antimaterie zu gleichen Teilen. Das ist die Umkehrreaktion der Vernichtungsreaktion, eingangs sagte, dass das Positron und das Elektron einfach dann nur Energie erzeugen. Das Ganze beim Urknall war dann halt andersrum. Das ist die Annahme, dass der Urknall quasi neutral war und ein reiner Energiezustand war. Es gibt auch Theorien, die besagen, dass irgendwie die Teilchen irgendwie vor dem Urknall schon existierten und dann nur in einem extrem dichten Universum irgendwie zusammenkamen. Die Theorien sind etwas schwieriger. Das heißt, die Annahme, dass man am Anfang tatsächlich reinen Energiezustand und dementsprechend ein Materie-Antimaterie-Gleichgewicht haben muss. Das ist, würde ich sagen, die allgemein akzeptierte Erklärung, aber nicht definitiv die einzig mögliche. Die nächste Frage, weiß man sicher, dass Materie und Antimaterie zeitgleich entstanden sein müssen und wenn ja, woher? Das habe ich, glaube ich, gerade schon mehr oder weniger beantwortet. Das ist einfach aus der Annahme, dass die aus Energie entstanden sind, die Teilchen. Und die Erzeugungsprozesse von Materie und Antimaterie, die können die Ladungserhaltung nicht verletzen. Also Ladungserhaltung heißt einfach, dass die elektrische Ladung am Anfang eines Prozesses und am Ende gleich sein muss. Und wenn ich mit einem neutralen Zustand anfange, dann muss ich den
da muss der Gesamtzustand neutral bleiben. Das heißt, ich muss dann in ein zum Beispiel ein Positron und ein Elektron gleichzeitig erzeugen, da ich ansonsten ein Ladungsungleichgewicht habe. Das heißt, da wissen wir sehr sicher, dass die gleichzeitig entstanden sein müssen. Die nächste Frage, wo gehört in diesen Zusammenhängen die dunkle Materie hin und wann ist sie entstanden? Die dunkle Materie ist tatsächlich etwas später erst entstanden und die ist verantwortlich für die Struktur des Universums. Also dunkle Materie wird deshalb dunkel genannt, weil sie nicht mit den bekannten Kräften mit anderen Materieteilchen interagiert. Die einzige Kraft, mit der sie interagiert, ist die Gravitation. Und wir wissen, dass dunkle Materie existiert, weil wir zum Beispiel uns Galaxien anschauen können und schauen können, wie schnell Sterne um ein Galaxiezentrum kreisen, zum Beispiel in der Spiralgalaxie. Und wenn man sich die Geschwindigkeitsverteilung von solchen Sternen anschaut, dann sieht man, dass mit der sichtbaren Materie, nur die Sternmaterie, dass die alleine nicht ausreicht, um dann über die Gravitation die Geschwindigkeitsverteilung erklären zu können. Und da kommt dunkle Materie rein, die zusätzliche Gravitation ins Spiel bringt. Und mit der kann man dann erklären, warum dort warum die Geschwindigkeitsverteilung dann in Galaxien so ist. Das ist ein sehr starker Hinweis, der früheste Hinweis, den Vera Rubin entdeckt hat. Und damit wurde dunkle Materie quasi indirekt nachgewiesen. Aber was dunkle Materie genau ist, ob das jetzt tatsächlich ein Teilchen ist oder mehrere Teilchen, da versuchen wir auch am Large Hadron Collider mit Messungen dahinter zu kommen. Die nächste Frage ist, wie hat man entdeckt, dass es beim Urknall eine Materie-Antimaterie-Asymmetrie gegeben haben muss? Das kommt einfach daher, weil wir im jetzigen Universum einfach keine Antimaterie mehr sehen. Wenn noch Antimaterie übrig wäre irgendwo, dann gäbe es irgendwo Antimaterie-Galaxien, die würden sich aber dann mit Materie-Galaxien früher oder später treffen und dann gäbe es riesige Vernichtungsreaktionen und die würden zu Lichtblitzen führen, und zwar zu Lichtblitzen, die sehr gut nachzuweisen sind und unterscheidbar wären von anderem Licht, was im Universum existiert. Genau weil, wie ich gesagt habe, die Energie des Lichts, was dann ausgesandt wird, die ist genau entsprechend der Masse der Teilchen, die sich da vernichten. Und welche Teilchen vernichten sich? Das sind Elektronen, die dann auf Positronen treffen, und Protonen und Neutronen aus den Atomkernen. Deren Masse kennen wir und daher wüssten wir sehr genau, welche Energie die Photonen dann hätten. Und die würden wir mit Sicherheit dann entsprechend vermessen. Und so eine Messung haben wir nicht gemacht. Da wurde in alle möglichen Richtungen geschaut und wir haben keine solche Vernichtungsreaktion gesehen. Das heißt, wir wissen, es ist keine Antimaterie mehr da. Das ganze Universum, das wir sehen, besteht aus Materie. Und dann wiederum, wenn man dann auf den Urknall zurückkommt, der ein reiner Energiezustand ist, der dann Materie und Antimaterie zu gleichen Teilen erzeugt haben muss, wegen der Ladungserhaltung, ist da irgendwo ein Unterschied entstanden. Am Anfang gleiche Mengen Materie, Antimaterie und mittlerweile nur noch Materie übrig geblieben. Die nächste Frage ist, wie wirkt sich die T-Symmetrie auf die Entropie aus? T-Symmetrie, also das ist die Zeitumkehr. Entropie muss ich vielleicht kurz erklären. Das ist eine Größe, die in allgemeiner Weise dargestellt, vielleicht Unordnung beschreibt. Das heißt,
wenn man keine Arbeit in ein System reinsteckt, nimmt die Unordnung zu. Jeder, der Kinder hat, der kennt es sehr gut. Die Zeitumkehr würde dazu bedeuten, dass halt die Unordnung abnimmt und damit die Entropie sich ändert. Aber um Unordnung abnehmen zu lassen, muss man natürlich Arbeit reinstecken. Und das ist einfach die Zeitumkehr und Entropie. Und da gibt's halt Gesetze, die sagen, dass das nicht geht, ohne Arbeit reinzustecken. Das heißt also, Unordnung nimmt nicht von selber ab. Die nächste Frage ist, an welchen Zerfallsprozessen wird denn noch geforscht? Das ist eine Frage, da kann man fast sagen, an welchen Zerfallsprozessen wird nicht geforscht, denn wir schauen uns möglichst viele an. Ich habe kurz erwähnt, es sind 1000 Forschende am LHCb-Experiment beteiligt. Jede und jeder ist da irgendwo spezialisiert in einem leicht anderen Bereich. Und das Experiment an sich ist spezialisiert auf Zerfälle von Teilchen, die Charm und Bottom oder wir nennen sie auch manchmal Beauty Quarks enthalten. Und das ist unsere Hauptaufgabe und da schauen wir uns hunderte Zerfallsprozesse an. Wir schauen uns aber auch Zerfälle von anderen Teilchen beim LHCb-Experiment an, aber ich habe kurz das Bild vom LHC gezeigt. Es gibt noch drei große andere Experimente dort, die sich andere Prozesse anschauen, zum Beispiel die Atlas- und CMS-Experimente, die sind sehr spezialisiert darauf, sich Zerfälle des Higgs-Bosons anzuschauen. Und dann gibt es noch weitere Experimente, die sich zum Beispiel Reaktionen mit Neutrinos anschauen, die nach dunkler Materie suchen, mit diversen bekannten Prozessen oder nach unbekannten Prozessen suchen. Also das ist keine ganz unendliche Zahl, aber wir schauen zwar gezielt in Richtungen, wo wir erwarten, dass wir damit eine Antwort finden können, aber wir breiten dann das Netz so weit wie möglich aus, tatsächlich nach möglichst vielen die Chance zu erhöhen, dass wir irgendwo was Interessantes finden. Die nächste Frage ist, stimmt es, dass eine Asymmetrie in der Baryogenese von 9 Kilogramm Materie energieäquivalent ausgereicht hat, um durch Inflation unser Universum zu erschaffen? Die genaue Zahl kenne ich jetzt nicht. Das ist durchaus möglich. Dadurch, dass am Anfang des Universums aus Energie bestand, muss nicht unbedingt alles dann in massehafte Materieteilchen existierten. Und ein anderer Punkt ist, ich habe kurz gesagt, dass das Higgs-Boson dafür verantwortlich ist, dass es den Teilchen Masse gibt. Der Prozess, der das hervorruft, der findet aber erst statt, nachdem das Universum eine Zeit lang abgekühlt ist, sozusagen, oder sich ausgedehnt hat, gealtert ist. Das ist zu einem späteren Zeitpunkt als die Inflation. Das heißt, Teilchen sind tatsächlich ursprünglich leichter gewesen. Das heißt also, die Zahl zu interpretieren, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wie die dann sich auf heutige Sicht übersetzt. Was wir wissen heutzutage, ist, dass die Asymmetrie etwa so groß ist, dass wir für jedes Photon, für jedes Lichtteilchen aus der kosmischen Hintergrundstrahlung oder für eine Milliarde dieser Lichtteilchen ein Materieteilchen haben. Das ist in etwa die jetzige Größe der Asymmetrie. Und keine Antimaterie auf der anderen Seite. Das heißt, mittlerweile ist natürlich die Masse des Universums durchaus größer, aber
am Anfang des Universums war das ein anderer Wert. Die nächste Frage ist, gibt es heute noch Ideen, dass der Urknall vielleicht doch ohne Materie, Antimaterie, Asymmetrie auskam? Also wie gesagt, es gibt Theorien, die davon ausgehen, dass ursprünglich der Urknall einen gewissen Materieinhalt hatte. Allerdings sind das keine sehr schlüssigen Theorien. Also ja, die Theorie gibt's, aber ich bin da eher skeptisch, dass das jetzt die Lösung der Sache ist. Die nächste Frage, welche weiteren Präzisionsmessungen könnte man machen? Was für Messgeräte wünschen Sie sich dafür? Ja, ich habe gerade das Bild gezeigt, wie wir vor 2 Wochen den neuen Detektor installiert haben. Zunächst wünsche ich mir, dass der tatsächlich funktioniert, wie wir den geplant haben. Denn da haben wir einige technische Neuerungen drin in dem ganzen Experiment, nicht nur den Teil, den ich dort gezeigt habe. Dann sind wir aber gerade dabei, die nächste Ausbaustufe zu planen, die dann in den frühen 30er Jahren in Betrieb genommen werden soll. Das sind also die typischen Zeitskalen eines Teilchenphysik-Experiments. Das ist ungefähr so eine Dekade der Planung und des Aufbaus und dann auch der Betrieb ist dann in etwa so lange. Und was wir bei der nächsten Ausbaustufe dann machen, ist der jetzige Detektor, der kann die Teilchenspuren im Raum vermessen, also räumlich feststellen, wo die Teilchen langgeflogen sind mit sehr guter Präzision. In der nächsten Ausbaustufe wollen wir den Detektor dann so bauen, dass er auch den Zeitpunkt der Durchquerung der einzelnen Teilchen vermessen kann und das hilft uns dann mit höherer Intensität messen zu können, also wesentlich mehr Kollisionen pro Sekunde analysieren zu können und dadurch erhöhen wir einfach die Präzision, die mit der Zahl der analysierten Prozesse einhergeht. Die nächste Frage, ich bin in einem Blog mal über die Aussage gestolpert, dass starke elektromagnetische Felder die Lebensdauer radioaktiver Elemente beeinflussen können. Wissen Sie Näheres darüber? Ich denke mal, was dahinter steckt, ist, dass elektromagnetische Felder Teilchen beschleunigen können. Und das ist genau das, was hinter dem Konzept des Large Hadron Colliders und jedes anderen Teilchenbeschleunigers steckt. Teilchen werden beschleunigt und zwar so lange, bis sie sehr, sehr nah an der Lichtgeschwindigkeit sind. Und dann gibt es Effekte, die mit der speziellen Relativitätstheorie zusammenhängen, die besagen, dass die Teilchen dann im Labor gemessen längere Lebensdauer haben und dadurch können sie weiter fliegen. Das ist tatsächlich was wir auch ausnutzen. Die Teilchen, die wir beobachten, die könnten im Prinzip ohne spezielle Relativitätstheorie nur einen Bruchteil eines Millimeters fliegen und dann könnten wir sie nicht genau genug mit dem Detektor, den ich eben gezeigt habe, vermessen. Jetzt ist es aber so, durch die spezielle Relativitätstheorie und die hohe Energie, die haben, fliegen die tatsächlich durchaus ein paar Zentimeter weit. Und diese Teilchenspur können wir dann mit hoher Präzision vermessen. Das war einer der Grundbausteine, die im Design von dem LHC-Experiment mit berücksichtigt wurden, um die Spurmessung zu ermöglichen und vor allen Dingen auch mit der Präzision zu ermöglichen, die wir brauchen, um verschiedene Prozesse zu vermessen, genau zu vermessen, die sehr schnell erfolgen. Und genau dasselbe würde auf radioaktive Elemente zutreffen, wenn die stark beschleunigt werden und man dann im Laborsystem die misst. Laborsystem heißt,
nicht in einem System, was sich mit dem Teilchen gleichzeitig bewegt, sondern ein System, was in Ruhe ist, relativ zu dem Teilchen. Da kommt die Relativitätstheorie rein. Das heißt, wenn die relativ schnell sind im Vergleich zu uns, dann leben auch radioaktive Elemente länger. Und damit sind wir am Ende angekommen. Es gibt keine weiteren Fragen. Und an der Stelle möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und die vielen interessanten Fragen bedanken. Gerne nochmal auf den nächsten Vortrag hinweisen. Und wer Ihnen der Vortrag gefallen hat und die Vortragsreihe interessant finden, gerne auch den YouTube-Kanal abonnieren. Vielen Dank und einen schönen Abend noch.